Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum PC Building Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. So, es geht weiter. Wir haben drei Aufträge. Wir müssen Diagnose stellen und reparieren. Hier war eine Überhitzung. Da habe ich auf das Teil hier getippt. Bin mir nicht so sicher. Werden wir jetzt gleich sehen. Nein, das war's schon mal nicht. Okay. Dann wird das sehr, sehr lustig werden. Ich mach mal an. Es lädt ohne Probleme. Wir haben jetzt 750 Ti drin. Das passt alles. Wir haben ein G3900 drin. Was zur Hölle soll es dann sein, wenn wir hier eine Überhitzung... Ach, jetzt sehe ich es auch. Sehr gut. Läuft. Da muss man aber um die Ecke denken. Was ist um die Ecke denken? Darauf muss man halt erstmal kommen. Und das war jetzt auch mehr als Zufall, dass ich noch so ein Teil drin hatte. Wo schwirrt schon mal sowas rum? Gut, dann geht's hier weiter. Der ist hier hinten, oder? Ah ja. Warten wir noch mal kurz, wenn wir fertig sind. Wie viele Einschübe haben wir? Auf jeden Fall nur zwei. Das ist natürlich wieder sehr gut. Dass wir hier wieder nur rum zwei haben und nicht mehr. So. Lass ich das mal vor sich hin ruggeln. Da wird nämlich eh nichts Ordentliches dabei großartig rauskommen. So. Und bitte. Verbinden wir das alles in den Kabeln. Starten wir den ganzen Spaß. Da ist gar kein Betriebsprogramm drauf. Na, So, jetzt haben wir das neue Betriebsprogramm wieder drauf. Das war der PC komplett nackt in meinen Augen, aber das ist jetzt ein bisschen die Unlogik. Teilweise. Der läuft ja noch und ja, Problem, die aus die Zieren ist richtig. Gucken wir erstmal, ob die Karre geht. Keine CPU gefunden. Gucke an. Das ist so ein, ja gut, da bin ich ja schon mal fast zufrieden, dass wir den Scheiß jetzt auch gekauft haben. Sieht mir aber auch so aus, als würde der Dings nicht richtig gehen, der Lüfter. So, der ist auch kaputt, ne? Gut. Wenigstens richtig geraten. Bei so einem dummen Text, Alter, da weiß ich ja nicht mehr, was hier was ist. $23 darüber. Und nee, jetzt $23. Ach, komm hier. Muss jetzt echt noch so hässle. Da willst du wissen, da will man einmal den Kunden. Ja, das darfst du halt nicht mehr. Das darfst du halt echt nicht mehr. Das darfst du nicht mehr. Du darfst den Kunden nichts mehr geben. Nichts. Nicht mehr Besonderes geben, ansonsten drehen sie durch. Gut, passt. Wie sieht es hier drüben aus? Ja, 1900 passt auch. Schön.
Passt, passt, passt. Gut, sehr schön. Dann einmal Abgasieren. $160. Jawohl. Und passt soweit. Auch. Schön. Da müssen wir halt echt noch warten, bis wir neue Teile haben. Das wird so erstmal nichts. Und dann haben wir neue Teile verfügbar. Eine RX570 Gaming 8G, ja. Dann cooler Master R, jo. Und dann haben wir 570 OC Edition. OC Edition ist nicht schlecht. Aber 570 reicht halt nicht. Wir brauchen halt eine, was war das? 580, ne? Bei League of Legends, was da die 4K-Variation angeht. Ja, eine 580 8G. Das wird, denke ich mal, erst mit Level 9 kommen. So, können Sie mir ein bisschen. Achso, das geht ja nicht. Mal wieder abgeschmiert. Die HDD möchte er ersetzt haben. Das ist eine. Was ist das für eine HDD? Eine. Ja, gut, da gibt es mehrere HDDs. Ja, eine 120er und eine 500er. So, ja, Moriti, oder? 120 und 500. Habe ich sogar noch eine im Inventar. Ich glaube nicht, dass er die will, oder? Ja, die ist benutzt. Schreiter wegen benutzt. Ne, gut, dann hatte ich die, schon mal hier. Die habe ich auch noch im Inventar. Ist aber auch benutzt, würde ich fast behaupten, oder? Naja, die ist sogar neu. Gut, können wir annehmen. Auf dem Weg. Zack, bitte um Rückmeldung. Auch hier wieder eine HDD ersetzen. Auch hier Budget 0, Arbeit 0. WTF. Ah ja. Natürlich. Was kriegt der noch ersetzt? Er kriegt auch noch eine 500er. Arbeiten wir mal für umsonst, auch nicht das Problem. Können Sie meinen PC reparieren, Diagnose stellen? Also, ich glaube, mein PC ist kaputt, ich weiß nicht genau. Ich dachte, die Hauptplatine sei zu sehr verschmutzt und habe sie sauber gemacht. Mit einer Fugendüse des Staubsauger. Weiße Kunststoffteile, das ist ja kein Problem. Ja. Ich gehe davon aus, er hat seine Hauptplatine kaputt gemacht. A320M. Ist das dieses Plus-Gedöns? Ja, jetzt soll er mal rankommen. Habe ich die Scheiße angenommen? Habe ich die jetzt angenommen oder habe ich die jetzt nicht angenommen? Hier steht Erfahrung. Ach, was weiß ich. Warten wir mal ab. Der Stand kratzt halt ein bisschen. Beenden. Naja, konnte ich nicht annehmen, weil ich nicht volle Sterne habe, oder was? Dämlich. So, HDD ersetzen. Ja, das kriegt man fix hin. Ich glaube, das geht das hier nach vorne raus. Ja. So, mal kurz gucken, welche Dinger hier kaputt waren. Das war die 120er war kaputt. Okay, gut, dann geht die wieder halt. Ich brauche eine benutzte 500er. Da sind die beide. Machen wir hier die 120er hier rein. So, danke. Und eine 500er hier rein. So, einmal absetzen und hier das gleiche in grün, gell? Ja.
Man muss jetzt hier vorne noch das Gelümbe aufgehen. Muss man das verstehen? Es geht nach vorne raus, das sagt das doch. Weg und dran. So, starten. So. So. Hä? Bleib dazu. Wunderbar. Gut, also den einen Auftrag können wir nicht annehmen, die Sterne. Es gibt manche Dinge auch, wo wir die Sterne dafür brauchen. Das ist ganz interessant. Hätte ich erstmal so jetzt nicht gedacht, aber okay. Das läuft auf jeden Fall schon mal. Ne, die kann ich ja nicht annehmen, solange die Sterne nicht aktiv sind. Upgrade-Arbeiten. Duale Grafikkarten. Okay. Der hat 3,5 und der will 6 irgendwas haben wir. Jetzt wird es also schon wieder etwas komplizierter in der Richtung. Okay. Dann haben wir hier PC-Probleme. Dann haben wir negative Energie. Der Typ geht mir langsam absolut auf den Kranz. Aktivieren kann ich beseitigen. Und wir haben eine 4G. Okay. Dann werden denn die Sterne jetzt in dem Fall aktuell weniger. Rutscht das jetzt hier aus den letzten 25 Rezessionen? Da haben wir 5. Da haben wir extrem viele 5 mehr. Gut, dann haben wir mal einen Dreier, mal einen Einer. Ah ja, das kratzt dann. Ah, noch ein Einer. Ja, Ah ja. Verstehe ich so? Naja, halbwegs verstehe ich das so. Verstehe ich so halbwegs. Gut, das will er nicht. Die dummen Upgrade-Arbeiten will er aber mir auch nicht machen lassen. PC-Probleme, die will er sich annehmen. Er wird zu heiß, okay. Was haben wir denn am Budget? Mal wieder gar nichts. Ach, ich kann mir schon fast vorstellen, was es ist. Ah, soll er rankommen mit 3D-Marken, gut ist. Wir haben beseitigen, haben wir ja auch schon. Den Rest kann ich eh nicht annehmen, ne? Also von daher an den nächsten Tag. Ich hätte eventuell den Lüfter noch bestellen sollen. Das wäre noch großartig vom Vorteil gewesen. So, was haben wir denn hier? Das war es auf jeden Fall schon mal nicht. Mal gucken, kann es sein, dass es das war. Ne, Into Doctor irgendwas, oder? Der dreht sich aber, der dreht sich. Ja gut, er hat jetzt hier vorne so gut wie keine Luft da drin, aber ansonsten... Hat der ja welche drin? Nö. Hat er auch nicht. Kurz gucken. Ja gut, wenn wir einen USB-Stick dran machen, gucken was hier Phase ist. Das kann doch sein, dass der...
1400 Watt Netzteil, daran liegt schon mal definitiv nicht mit diesem Setup hier. Was hat denn der? Ja, Blatt Pentium Inside, ist mir schon klar, ein G4. Daran kann es aber eigentlich auch nicht liegen. Ich packe jetzt mal den hier mit drauf. Ah ja, alles klar, zu schwache Lüfter. Da wegen für einen. Hätte ich nicht gedacht, oh, okay. Aber Gott sei Dank hat ich da ja noch eins zur Verfügung. So, ja, du startest mal bitte neu. So, machen wir noch fix den Virenscan. Wunderbar. Gib das hier rein. Hatten wir das schon mal. So. PC-Probleme, machen wir jetzt gerade Abgründe, Verzweiflung, irgendwas. Diagnose stellen und reparieren. Wenn die nicht bald mal aufhören mit diesen scheiß Langtexten, krieg ich hier am Arsch. Keine Sorge. Tja, kann alles sein. Guck mal, was ist und gut ist. Bitte um Rückmeldung. 3D-Leistungsmark-Score von. Ja, wir müssen eine Leistung von 3000 erreichen. Ich nehm's mal. Ach. PC, der 3K erreicht. Magst du. Oh ja, aber im Allgemeinen bitten. Also sprich, wir müssen die Kiste für den bauen. PSU ersetzen und CPU ersetzen. 400 und 1200. $600. Gut, gucken wir uns später an. Wie sieht's hier aus? Ja, passt auch. So. Sehr gut. Ihr steht jetzt im Kauf. Bla 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 bla. Ja, sehr schön. Dann haben wir erstmal Levelaufstieg und damit haben wir einige neue Dinger hier bekommen. Allerdings auch nicht das, was wir eigentlich bräuchten. Okay, egal. Meine Freunde, wir sind erstmal fertig mit dem Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Peace and out.